BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir zusammen der Kai-Uwe Stahl. Moin, grüß dich Kai. Moin Andreas. Ich bin gerade hier im Büro in Berlin, das haben wir schon mal festgestellt, da halt es immer ein bisschen, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das stimmt, ich bin auch immer noch im Stuttgarter Büro. Wir hatten die Situation auf jeden Fall schon mal, dass du aus dem Berliner Büro aufgenommen hast. Ja genau, was hast du so die letzte Woche erlebt? Meine letzte Woche war relativ intensiv, muss ich sagen. Ist logischerweise in Stuttgart gestartet, bin dann nach Berlin gefahren, war dann auch im Büro, habe mich da auch noch mit unserer Kollegin, mit der Anne getroffen und unserer Werkstudentin, haben wir da ein paar Sachen zum Social Media und Website und ein paar interne Prozesse da noch angestoßen und überarbeitet. Das war auf jeden Fall auch wieder sehr spannend. Dann ging es Richtung Fürth, ein paar Workshops noch gemacht zusammen mit der Anna, dann nochmal Richtung München, wo wir teilweise ja auch noch eine relativ schöne Situation hatten, dass wir Fußball uns anschauen konnten. Und dann noch ein paar Vertriebstermine und da war ich tatsächlich schon auch froh, dass es dann am Freitag irgendwann mal ich dann wieder zu Hause war und in der Mittagspause tatsächlich mit unserer Tochter ins Babyschwimmen gegangen bin. Also es war dann doch noch ein netter Ausgleich am Ende der doch relativ intensiven Woche. Oh, okay, cool. Ja, also ich war ja auch dann mit dir in München, ne? Mussten wir ja mal den FC Bayern München ertragen in so einem leisen Stadion. Gut, sonst du bist natürlich da anderes gewöhnt vom HSV, ne? Es ist natürlich dann schwer. Also wir können, also ganz ehrlich, also wir können in der zweiten Liga 0-1 verlieren und trotzdem ist es lauter. Egal. Anderes Thema, könnten wir aber auch mal einen Fußball-Podcast machen. Wo wir gerade dabei sind, ich habe letzte Woche auch noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Am 13. Februar sind wir beim TDW Roundtable mit Böhringer Ingelheim und dem Marco Wennewald. Das wird cool. Da wird es darum gehen, ja, macht endlich eure Hausaufgaben, damit man dann auch mal ein paar KI-Initiativen starten kann und das bedingt oft, dass man erstmal anfängt, wirklich sein Data Warehouse, seine BI etc. in den Griff zu kriegen, bevor man da anfängt und ein paar Rollenmodelle entwirft. Und das werden wir dann mal vorstellen, was wir denken, ein guter Weg sein wird. Also da wird es dann demnächst auf der TDWI-Seite die Einladung zu geben. Ich muss heute Nachmittag noch den Text dafür verfassen, was wir da genau machen, genau vorstellen. Hast du denn sonst in der Schule auch immer deine Hausaufgaben gemacht, wenn du so andere jetzt sagst, hier Hausaufgaben machen? Das ist mir so dummer Gag, ist mir jetzt blöd eingefallen. Ja, ich habe aber wirklich, also ich habe in der Schule nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe es immer nicht eingesehen, dass man auch noch abseits der Schule irgendwas für die Schule machen sollte. Und wie hast du es dann gelöst? Dann abgeschrieben oder? Nö, einfach nicht gemacht. Einfach nicht gemacht. Na gut, ja, das ist deswegen, natürlich, du hast irgendwo Abi in Norddeutschland gemacht, richtig? Ja, genau. Ja gut, Kai, steigen wir ein. Ja, ich habe fünf Fragen für dich, ne? Und zwar jetzt starte ich mal mit einer externen Frage, die an uns angetragen wurde, die ich hier bekommen habe. Ich habe keine Ahnung, von wem die kommt. Sie wurde uns einfach via Instagram geschickt und das Profil. Das gibt's ja nicht. Und Anne hat sie dir zugesteckt und nicht mir. Das ist ja unfair. Ja, nein, also die ging an mich. Ach, die gehen an dich, sonst ja, das sollst du mal an Kai stellen, oder? Und an dem Profil auf Instagram kann ich nicht erkennen, wer das ist. Okay, also anonyme Frage. Also nur Pseudonym etc. Keine Ahnung, auf jeden Fall die Frage war ganz gut, ne? Was sind die wichtigsten Tipps beim Gründen einer Unternehmensberatung, Managementberatung? Also hier scheint es jemanden eher zu interessieren, wie man so eine Beratung gründet. Ich dachte, die Frage nehme ich aber mal auf, wenn sie schon uns gestellt wird. Ja, trifft ja auch absolut auf BI or Die zu. Was ist das Wichtigste beim Gründen einer BI-Beratung oder Management-Beratung? Ich glaube, was im ersten Fall ja schon mal gut ist, wenn man eine Beratung gründet, man hat relativ geringe Hürden der Gründung. Weil ich sag mal, am Ende des Tages, wenn ich jetzt als One-Man-Show starte, brauche ich einen Laptop. Und das Allerwichtigste ist da, glaube ich, der Kundenkontakt oder dass ich irgendwie Kanäle finde,
um Kunden kennenzulernen. Und was uns, glaube ich, damals, als wir das gegründet haben, extrem geholfen hat, war sicherlich den Expertenstatus, den wir uns auch schon davor aufgebaut haben. Und du damals mit dem Buch, was du mit dem Professor Dr. Jörn Kohlhammer geschrieben hast, vom Fraunhofer, natürlich für uns ein extrem gutes Marketinginstrument war, was uns dann auch wieder Kanäle geschaffen hat, um unsere Ideen vor anderen Leuten zu präsentieren. Sprich, wir waren dann sehr, sehr viel auf Vorträgen und haben da letztendlich unser Expertentum zum Besten gegeben und da extrem viele Leute drüber kennengelernt. Und als junge Unternehmensberatung ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was du brauchst, eben Kunden, Kundenerfahrungen und letztendlich da dazu zu lernen. Von dem her, glaube ich, ist es extrem wichtig. Klar, man muss so schnell wie möglich starten. Also je jünger man ist, glaube ich, besser, weil man ist dann noch flexibler. Man hat einen geringeren Rucksack einfach, den man hinten dabei hat. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil, sich so früh wie möglich mit dem Kunden zu beschäftigen und sich dessen bewusst sein, dass man halt ein gewisses Expertentum, Expertenstatus sich aufgebaut hat. Und ich glaube, in der Kombination ist es schon sehr, sehr gut. Bei uns hat sicherlich auch noch positiv dazu beigetragen, dass wir vorher auch schon in einer Unternehmensberatung tätig waren und in dem Sinne von der Akquise der einzelnen Kunden, von den Vorträgen, die wir gehalten haben, über wie mache ich denn überhaupt so eine Angebotsphase, wie funktionieren Projekte, wie muss ich mich da verhalten, vielleicht auch gute oder negative Sachen da schon gesehen haben und dann auch ein bisschen so unseren Weg zu finden. Und natürlich überhaupt nicht zu vergessen, was ich jetzt zwar sehr am Ende erwähne, aber unendlich wichtig ist, glaube ich, das Netzwerk, wo wir damals auch schon durch unseren alten Chef, muss man sagen, sehr großes Glück hatten, dass wir da sehr frühzeitig auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Konferenzen sprechen durften und Leute kennenlernen durften, weil das ist natürlich auch unendlich wichtig. Ich kann mich da auch erinnern, dass gerade zu Beginn und auch heute noch dieses Empfehlungsmarketing, andere sagen, hey, die machen einen super Job, uns extrem viele Projekte auch schon einfach eingebracht hat. Ja, also ich glaube, es ist auch so, man muss heute, wenn man als Unternehmensberatung in den Markt geht, man muss schon andersartige Produkte geben. Also ich glaube, so dieses typische Gründen mit einem Kunden, den aufbauen, da den ganzen Tag sitzen, immer 5 Tage die Woche, ne, kann zwar den Cashflow sichern, kann das auch machen, aber ich glaube, die Nachfrage am Markt ist eine andere. Wir haben ja hart darauf gesetzt, auch die Ausbildung und Befähigung der Mitarbeiter. Also wir machen uns in unseren Projekten ja mit der Zeit immer wieder überflüssig. Ne? Wir helfen ja immer, geben Starts, machen Prototyping, helfen bei der Anbindung, bei der Erstellung von Dashboards und machen sie lauffähig, aber geben das Wissen dann ja weiter an die Mitarbeiter. Und ich glaube, das unterscheidet heute den Beratungsmarkt in so zwei verschiedene Dinge. Einmal Leute, die wirklich beraten, eine Meinung vertreten, Wege aufzeigen und andere, die eher so eine verlängerte Werkbank sind. Also sprich, verlängerte Werkbank, so Richtung gar nicht negativ gemeint, so Zeitarbeit, wo ich Ressourcen dazu kaufe, die quasi dann schon Mitarbeiter sind. Also da, glaube ich, sind so gerade, wenn man so eine Managementberatung oder so eine kleine Beratung gründen möchte, eine der Erfolgsfaktoren, dass man definitiv neue Angebote an den Kunden bringt und auch für viele Kunden setzt, um möglichst viel Erfahrung zu haben. Genau, also ich habe da auch mal hier letzt wieder so eine schöne Unterscheidung gehört. Dienstleister versus Partner oder Partner auf Augenhöhe. Und ich denke, man kann sich natürlich, was auch viele große Beratungen sicherlich an der einen oder anderen Stelle oder zumindest mit einem Supporting Stack setzen, ist halt diese Dienstleistung. In dem Sinne, ich mache genau das, was irgendwo gefordert wird. Keine Ahnung, hab da meine Lastenhefte oder whatever, aber in dem Sinne mache ich genau das, was der andere auf der Gegenseite von mir erwartet, und aber halt auch nur genau das. Und nicht mehr und nicht weniger, und das ist halt alles immer irgendwie kompliziert, und dann gibt's Change Requests und dann muss wieder an die verhandelt werden und was weiß ich, was man da so aus der einen oder anderen Beratung vielleicht schon mal gehört hat, dass es dann halt irgendwie so eher kompliziert wird. Aber eben dieses einfache
dynamische, agile, wir kriegen ein gutes Projekt hin, wir bringen unsere Expertise mit, wir enablen dich, wir bringen dich weiter, wir pushen dich auch innerhalb deines Organisation weiter nach oben zu kommen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wirklich hilfreich ist und halt diese schnelle Geschwindigkeit auch in die Projekte bringt. Und haben natürlich oftmals größere Unternehmen da noch Nachholbedarf und da kann man natürlich als wildes, junges Unternehmen, glaube ich, auch vom Spirit her extrem viel beitragen, aber ich glaube auch, man muss eben ein bisschen anders sein, so wie wir das auch an der einen oder anderen Stelle versuchen oder wir ja auch schon von vornherein, wie du sagtest, dieses Enablement darauf gesetzt haben, wir wollen viele Kunden haben, wir wollen kurze Projekteinsätze haben und wir wollen eben nicht Mitarbeiter werden, also Mitarbeiter als Berater beim Kunden. Ja, ich glaube auch, ne? Also du brauchst heutzutage wirklich mehr so diesen Ausbildungscharakter. Du bist auch bereit, so was zu geben. Wir machen das ja hier auch mit dem Podcast. Wir geben hier ja auch Wissen und Impulse, ne? Die könnte man ja auch in Workshops quasi verkaufen. Da muss man natürlich auch immer sehen, dass heutzutage die Welt sich geändert hat und dass man halt sehr, sehr, sehr viel schon geben muss und dann halt hinten raus eigentlich noch immer weiter in die Tiefe gehen muss in Workshops, ne? Ich glaube, früher hat es auch gereicht, wenn du ein paar Sachen mal an einem Tag angerissen hast. Heute geht es schon immer tief rein und der Kunde ist, glaube ich, auch immer sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Also die goldenen Beraterzeiten, glaube ich, sind da auch vorbei, was man so aus den 90er Jahren gehört hat. Ich finde es auch eigentlich gut so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss natürlich in jedem Fall im Klaren sein, was es auch bedeutet, wenn man dann eine Unternehmensberatung gegründet hat und vor allem, wenn man, so wie wir sagt, man möchte viele unterschiedliche Kunden sehen, das ist dann halt auch viel mit der Bahn unterwegs sein, mit dem Flieger oder wie auch immer, auf welches Verkehrsmittel man dann auch immer setzen mag. Das ja, ist vielleicht dann auch so. Auf die Bahn, natürlich, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, genau. Also uns damals eine ganz klare Entscheidung. Sonst hast du ja immer das Gefühl, dass Kreta dir hinten im Nacken steht, wenn du am Flughafenufer eincheckst. Ja gut, aber Kreta fährt ja auch Bahn, aber fährt erste Klasse und lässt dann Fotos machen, wie sie irgendwie in überfüllten Zügen vor der Toilette sitzt. Also gut, das ist uns aber auch schon passiert. Das ist uns auch schon passiert, ja. Also das wäre ja auch nicht das erste Mal. Nur trotzdem, also Inlandsflüge heutzutage, wenn es unbedingt sein muss, aber ganz ehrlich, ich verzichte ja auch drauf. Ich bin ja auch ab und zu mal in Stuttgart und Hamburg-Stuttgart wäre so eine Strecke mit dem Flieger. Ne? Da sage ich heute auch zutage, ey, das fahre ich mit dem Zug. Dann fahre ich halt ein bisschen früher los, bevor ich mich da in den Flieger setze. Du mogelst ab und zu mal und fliegst nach Berlin, ne? Das ist richtig, weil das doch dann manchmal ganz, ganz, ganz entspannt ist. Aber ja, größtenteils absolut Bahnfan und mit unserer Bahncard 100 ist ja in dem Sinne auch eine klare Entscheidung getroffen worden für uns. Eben. Na gut, kommen wir jetzt mal eher wieder zu den BI-Fragen. Und zwar, was sind denn so deine Tipps, wenn man sagt, man hat einen riesen Tool-Zoo? Also man hat eine komplett heterogene Landschaft, hat 1000 Tools im Einsatz, gerade größere Konzerne haben oft das Problem. Was sind so deine Tipps, wie man so ein Zoo gehandelt bekommt? Gut, also ich glaube, erstmal ist es nichts Verwerfliches, wenn man vor der Herausforderung steht, diesen Zoo zu handeln. Also das, glaube ich, kennt man aus sehr, sehr vielen Unternehmen, die da halt historisch gewachsen diesen Zoo einfach haben oder diese Vielzahl an Tools haben. Jetzt ist natürlich, aus welcher Perspektive man an die Sachen rangeht. Wenn ich natürlich in meinem Klein-Klein denke, also ich sag mal, meine kleine Abteilung habe, würde mich das ganze Tool-Thema relativ wenig interessieren, weil ich sage, ich habe einen konkreten Case, ich will schnell was erreichen, ich will da jetzt nicht mich mit irgendwelchen Leuten groß abstimmen müssen, also so diese klassische Schatten-BI oder was man da Schatten-IT oder was man da immer so dazu sagt, da würde ich das ja auch ganz einfach in meinem Bereich, was für mich am besten passt, einfach nutzen und würde mich da nicht interessieren, dass dann irgendjemand da in Richtung, was weiß ich, hier Zoo und so weiter spricht. Wenn das natürlich größer aufgezogen ist, glaube ich, kann man da immer wieder so Wellenbewegungen erkennen, dass die Leute immer so da hin und her tingeln von Zentralisierung, Dezentralisierung. Also entweder ich lasse alles zu oder ich lasse gar nichts zu. Ich glaube, dass es um das einzugrenzen,
ist sicherlich ein Thema, so wenn oder was wir sehen mit dem Dashboarding, mit der Visualisierung, dass man da zumindest gewisse andere Standards schaffen kann. Das heißt, dass man trotz, dass man vielleicht einen sehr, sehr heterogenen Haufen an Tools hat, dass man das Endergebnis, dass das Endergebnis doch einheitlich ist, dass das Ergebnis, was der End-User am Ende des Tages zu Gesicht bekommt, dass das auf jeden Fall ein einheitliches Bild gibt. Also das habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass man sich dann eher gar nicht da verkämpft hat zu sagen, ich möchte jetzt das irgendwie auf irgendwelche Tools eindampfen, sondern ich habe da den Fokus darauf, eben die Endoberfläche zu vereinheitlichen. Und da helfen natürlich solche Guidelines und Dashboard-Regeln extrem aus meiner Sicht. Ja, gut, also man kann ja in jedem Tool auch gleich visualisieren, ne? Also wenn du den kleinen gemeinsamen Nenner hast, dann ist es ja auch überhaupt gar kein Problem, in jedem Tool alles gleich zu visualisieren, ne? Also ob die Klick und Bedienung in der Aktivität ein bisschen anders ist, aber man kriegt ja schon Dashboard-Oberflächen hin, egal von welchem Tool, die sehr, sehr gut sind, alle einheitlich. Absolut, das ist also dieses Look and Feel dann identisch. Genau. Für den Endanwender kannst du es halt immer ganz gut machen, was natürlich systemseitig oft eine Katastrophe ist, so mit Rechtemanagement und Vergabe und was es da nicht alles so gibt, ne? Mein Tipp ist bei diesen Tool-Source ja eigentlich immer so die Geschichte, dass ich mir erstmal überlege, welches Tool habe ich und warum habe ich das eigentlich und wofür setze ich das ein, ne? Also vielleicht mal so eine Kategorisierung, was ist eher mein Reporting-Standard-Tool, ne? Und was ist eher mein Self-Service-Tool? Also wenn ich damit schon mal anfange, und den meisten Leuten empfehle ich ja immer, dass sie beides irgendwie haben müssen. Meistens im Self-Service kleinere Volumina, im Reporting dann höhere Volumina, wo sie die einsetzen, und dass man da so, dass vielleicht mal so eine Aufsplittung jedenfalls in zwei Teile macht. Wofür nutze ich eigentlich was, ne? Aber die meisten haben sich ja schon immer so ergeben. So nach dem Motto, ja, wir haben Zoo und das ist nun mal so und da kann ich auch jetzt nichts dran ändern. Und wenn du die IT fragst, ne, und da steht eine HANA, dann kommen die sowieso mit SAP um die Ecke, ne, einfach nur ist SAP, so. Aber es wird gar nicht oft genug gefragt, was sind eigentlich die Anforderungen und warum haben wir eigentlich verschiedene Tools, ne? Also warum ist das? Ich glaube, das ist es. Also eben nicht dieses, naja, historisch liegt's halt da irgendwie rum, sondern einfach zu hinterfragen, was sind die Anforderungen, die wir haben. Und wie gesagt, insgesamt, klar, deine erwähnten 1000 Tools vielleicht auch ein bisschen überzeichnet und ist sicherlich nicht zwangsläufig die richtige Variante, aber eben so eine gewisse Einkategorisierung zu machen, okay, was ist Self-Service, was ist Standard-Reporting, ist so typisch. Manchmal geht es dann auch nochmal in die Richtung, dass man noch für die Planung sich nochmal ein Tool anschafft, also dass man da so, sag ich mal, so drei Stoßrichtungen hat, also das sehe ich zumindest immer mal wieder häufig, und das, denke ich, ist eine Variante, die legitim ist. Ja, man kann ja auch mal in so einem Planungstool gucken, ne, wie da so die BI-Komponenten sind, ob die teilweise ausreichen, um gute Dashboards zu machen, ne? Also im Sinne von, es muss ja nicht unbedingt ein Dashboarding-Tool her, ne? Vielleicht kriege ich ja mit meinem Planungstool auch meine Dashboards abgebildet im Standard-Reporting, ne? Also solche Sätze, auch mal das Challengen und was geht, was könnte man zusammenführen. Und wenn man natürlich schon bestehendes Know-how hat im Unternehmen, das dann auch dementsprechend zu nutzen, bin ich ja hier auch mal ein Freund von, ne? Also alles jedes Mal wieder neu zu machen, alles neu zu kaufen und immer den Vendor zu wechseln, finde ich auch schwierig. Nein, ich glaube, das bringt auch am Ende des Tages keinen Mehrwert. Und wenn wir uns die ganzen Tools anschauen, sicherlich gibt es da Nuancen hier, Nuancen dort, aber die sind alle sehr, sehr gut. Also wenn wir über diese, ja, immer wieder häufig genannten Business Intelligence Werkzeuge sprechen, dann sind die alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, man muss dann eher sich hinterfragen, was will ich erreichen? Was sind die Inhalte, die ich vermitteln will? Warum mache ich das denn überhaupt? Du hast ja mal so schön gesagt, ja, ein Dashboard, was ist eigentlich ein gutes Dashboard? Ich habe das ewig lang beschrieben in irgendeinem Podcast und du hast gesagt, ja, eigentlich ist es nur das, was genutzt wird. Also vielleicht kann man ja dann so auch an die Tools rangehen und schauen, okay, wer nutzt sie denn überhaupt? Und dann halt zu hinterfragen, warum machst du das, um da halt einfach eine Eingrenzung dann auch zu hinzukriegen. Ja, genau. Also es ist halt bei diesen Tool-Source, also diese Single-Vendor-Strategie halte ich für überholt, ne? Immer zu sagen, es muss alles aus einer Hand, das braucht mir halt auch sehr viel Flexibilität, auch im Einkauf der Tools und solche Sachen. Man muss halt immer nur nicht diese Entweder-Oder-Frage immer stellen, sondern welches Tool wird am besten für irgendetwas genutzt? Und ganz ehrlich, dass ich jetzt keine 5 BI-Tools brauche, sehe ich auch so, ne? Aber dass man vielleicht mal so 2 hat, das macht aus meiner Sicht dann schon Sinn.
Genau, und sich da halt nicht von vornherein irgendwie einschränken oder denken, oh, ich mache da jetzt eine falsche Entscheidung. Wir haben ja auch schon teilweise Entscheidungen begleitet, wo die Leute sagen, boah, ich habe jetzt da gar nicht so in meinem Umfeld so den großen Unterschied gesehen. Deswegen ist es da einfach, glaube ich, auch diese Geschnelligkeit und sich dann zu entscheiden. Und wenn ich dann am Ende vielleicht nochmal ein weiteres Tool für irgendeinen Spezialfall brauche, dann ist es ja fair. Aber dann habe ich ja vorher schon sehr, sehr viel vielleicht mit dem anderen Tool gelernt. Und ich glaube, das ist es. Also Single Vendor finde ich auch blöd. Klar gibt es da Skaleneffekte, die dann vielleicht für den Einkauf Sinn machen, fair. Aber ich beraube mich dieser Agilität und Schnelligkeit oder wenn ein Tool dann doch mal vorne ist, das ist aber genau der Case, der für mich was bringt. Warum soll ich denn warten, bis der andere nachgezogen hat? Also es ist, glaube ich, soll man sich selber nicht im Weg stehen, sondern da einfach eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Und wenn es dann mal zwei oder drei Tools sind, ist, denke ich, immer noch im Rahmen. Gut, dritte Frage. Was schon ist die dritte deine Frage Meinung jetzt? Okay. Ja, natürlich. Wir sind auch schon wieder hier gute 20 Minuten dabei. Sehr gut. Das kommt, weil du vom Babyschwimmen erzählt hast. Das hat auch echt richtig Spaß gemacht. Ich merke, so scheint dich ja noch nachhaltig zu beschäftigen. Also hier noch dritte Frage. Vor allem den Folgekurs, den haben wir zu spät gebucht. Deswegen kann jetzt die Kleine keinen Folgekurs bekommen mehr. Deswegen. Möchtest du noch was zum Babyschwimmen erzählen? Sonst würde ich dann doch mal ansetzen. Okay, dann setz mal zur Frage an. Oder du musst einfach mich übertönen. Aber das ist immer so blöd, weil wir uns jetzt nicht sehen. Ne? Dann kann man nicht noch lauter werden. Okay, jetzt. Stell die Frage. Also, Nummer 3. Was ist deine Meinung zu Partnerschaften, also strategische Allianzen und Dingen und wo man so mit Produktherstellern zusammengeht oder mit anderen Unternehmensberatungen etc. so? Wie denkst du, also aus Kundensicht, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Sollte man auf solche Partnerschaften setzen? Also weißt du, ist das jetzt irgendwie gut für den Kunden, schlecht für den Kunden? Sollte man da auch alles aus einer Hand nehmen? Wie siehst du das? Also ich finde Partnerschaften insgesamt immer sehr, sehr bereichernd, auch aus Kundensicht. Vor allem, weil am Ende des Tages ist da zwar ein Tool und wir denken, dass wir da alle irgendwie rational entscheiden, aber doch sind da irgendwie menschliche Komponente mit integriert. Und am Ende des Tages muss das Tool irgendwie umgesetzt werden, es muss erklärt werden, es muss verstanden werden, es muss eingeführt werden. Und da gibt es immer wieder Trainings brauchst da brauchst Menschen, die irgendwie moderieren, die unterstützen. Und ich denke, dass das, also aus meiner Überzeugung auf jeden Fall extrem hilfreich sein kann, da eben diese menschliche Komponente einfließen zu lassen, weil man dann halt doch eben mal links und rechts vielleicht nochmal einen Support bekommt, der jemand anders dann irgendwie verneint wird. Deswegen glaube ich, ist es durchaus von Vorteil. Jetzt aber natürlich nicht nur zu sagen, hey, du bist mein einziger Partner und sonst mache ich das mit keinem. Also da schon auch irgendwie Realismus walten lassen, dass da man vielleicht auch mehrere Partner, so wie man auch mehrere Tools haben kann, aber dass man dann auf bestimmte Leute dann einen starken Fokus setzt, da bin ich ein größer Freund für, weil, wie gesagt, diese menschliche Komponente aus meiner Sicht auch im Business sehr entscheidend ist und man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch mal fünfe gerade lassen kann und da vielleicht einfach das bessere Ergebnis hat. Und gerade auch, wenn ich jetzt von den Tools her sehe, die haben ja oftmals auch dann angegliederte Beratungen und da habe ich das auch schon in Toolauswahlen gesehen, dass sie gesagt haben, naja, die sind zwar ein bisschen kleiner, aber die haben auch nochmal eine angegliederte Beratung und die waren auch mit bei der Toolauswahl und die haben einfach den Eindruck vermittelt, die wollen, dass wir ein gutes Ergebnis am Ende des Tages erzielen und eben nicht nur Tool weg und also Tool rein und dann wieder weg so. Und deswegen glaube ich, ist da eine Partnerschaft durchaus sinnvoll. Sie soll mich aber nicht limitieren, deswegen Single-Partnerschaften würde ich nicht eingehen. Ach, ich habe ja auch eher so gedacht, so nach den Partnerschaften, so wie wir sie auch pflegen. Ne? Also nach dem Motto, wir können ja als kleine Unternehmensberatung mit 5 Mann logischerweise nicht alles abdecken. Ne? Also Datenmodellierung machst du jetzt zum Beispiel nicht mit uns. Ne? Ich finde es halt immer sehr sinnvoll, wenn man dann auch jetzt in der modernen Welt, im Zeitalter, sich dann mal anguckt, wer macht denn vielleicht mehr Backend, ne? Und sich dann halt immer die Spezialisten zusammensucht und gar nicht auch der Richtung Kunde das Problem verlagern, nach dem Motto, du musst dir die einzelnen Spezialisten für die Themen suchen, sondern es mal als Gesamtpaket schon anbietet, hier, ich kenne auch verschiedene Leute links, rechts, die helfen uns an der und der Stelle und das geht alles aus einer Hand, obwohl wir 2 verschiedene Firmen sind und das vielleicht 2 verschiedene Aufträge sind, dass man halt sich so ein Best-of-Breed-Ansatz
da halt auch fährt und auch darunter hört so, sag mal, kennst du nicht jemanden im Markt? Also dass man Berater auch selber fragt, der vielleicht ein bisschen tiefer in der einen Nische ist und ein bisschen tiefer in der anderen Nische und dass man dann halt die beiden mal zusammenbringt und da was macht. Ich glaube, das ist heute auch mehr denn je gefragt, nicht mehr ein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander. Genau, also das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Und wie gesagt, jeder hat da seine Spezialitäten und wenn es beim Kunden gefragt ist. Ich meine, das Einzige, was natürlich einem klar sein muss, ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfacher, wenn ich dann nur einen großen zu handeln habe, weil ich dann eben nur eine Person anschreien muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber das ist vielleicht auch einfach ein bisschen überholt, sondern ich will ja das bestmögliche Ergebnis haben. Und da gibt es sehr, sehr viele kleine Spezialberatungen links und rechts, die da wirklich einen sehr, sehr guten Job machen und die vor allem eben auch dieses harte Konkurrenzdenken, was vielleicht bei den Großen untereinander herrscht, einfach nicht haben, sondern sagen, na, das ist doch super, du hast mich da reingebracht, ich habe dich da reingebracht, jetzt machen wir das gemeinsam groß und der Kunde findet es auch noch super. Win-win, was wollen wir mehr? Gut, deswegen, also Partnerschaften glaube ich auch dran. Also ich glaube, es ist modern, dass man das so macht. Ich glaube auch, die Kunden sollten sich da definitiv auch stärker öffnen und sowas wie Listungsprozesse und so auch einfacher gestalten, ne? Also es kann nicht alles immer nur über den Preis quasi am Ende des Tages gehen, dass man so Riesenvolumina an einen Partner gibt, sondern man sollte heutzutage, die Welt ist so kompliziert und so viele Strategien und so viele Dinge, die man da beachten sollte, dass man wirklich Know-how und Spezialistenwissen auch echt flexibel einzeln einkaufen sollte. Kann ich jedem nur empfehlen, der auch ein Großprojekt vorhat, da auch nicht nur auf einen zu setzen, sondern halt sich da auch so das Beste zusammenzusuchen, was man so braucht. Und was man natürlich auch noch als Partner und der Partnerschaft sehen kann, was ich auch immer wieder erlebe, dass jetzt auch größere Kunden, die vielleicht ja im Markt sogar Competitor sind, in ihren einzelnen Produkten, die sie bauen oder produzieren oder verkaufen oder was ich auch immer machen, dass die aber sagen, hey, innerhalb von der BI-Welt wollen wir doch da uns trotzdem austauschen und pflegen da eine gewisse Partnerschaft, dass wir sagen, hey, so sind wir angegangen. Ich meine, da gibt's ja auch einige Formate, die wir auch mit dem Black Label Club oder jetzt gemeinsam mit Bark dann im Leader Circle ja auch immer wieder forcieren, dass da gemeinsamer Austausch stattfindet. Aber das habe ich eben auch schon unabhängig davon gesehen, dass da Kollegen, mich auch schon angesprochen worden, damals von einem Daimler-Kollegen, du, Kai, ich finde da extrem spannend, was die Kollegen von Lidl machen. Hast du da irgendwelche Möglichkeiten oder von Otto damals auch? Das würde ich mich gerne mal austauschen. Wie sind die so unterwegs? Wo ich dann auch einfach mal so den Kontakt hergestellt habe, damit die sich austauschen können. Und daraus kann ja auch ein Stück weit eine Partnerschaft werden, dass man sich da halt immer wieder trifft. Man hat gemeinsame Themen, auch wenn man vielleicht jetzt komplett anders, sag ich mal, nach außen sich darstellt für den Endkunden. Aber deswegen macht man ja wahrscheinlich im BI-Umfeld doch ähnliche Sachen. Gut, was denkst du, sind die wesentlichen Schritte zu dem fancy Begriff Data-Driven Company? Ist Data-Driven klar, ne? Company. Das ist ja überall, ne? Also wenn du jetzt wieder auf Messen und so gehst oder wenn du Leitbilder siehst oder so, wir wollen eine Data-Driven Company werden. Was meinst du, sind da so die Erfolgsfaktoren für? Die Erfolgsfaktoren dafür sind, dass ich mir natürlich im Klaren sein muss, wenn ich datengetrieben werden möchte, dass ich dieses hässliche Entchen, also im Keller, so die Daten, die muss ich halt erstmal irgendwie vorhalten, die muss ich irgendwie sauber haben. Das ist ja erstmal so der Grundschritt, was du ja auch so ein bisschen gesagt hast in deinem Vortrag, was ihr darüber bringen würdet. Naja, man muss halt auch erstmal die Hausaufgaben machen. Für mich gehört da halt auch erstmal dazu, wenn ich, sehen wir selber jetzt auch, wenn wir innerhalb von Reporting-Impulse transparenter werden wollen, dann müssen wir auch damit anfangen, eben die Daten an verschiedenen Stellen eben sauber zu erfassen. Also das ist natürlich erstmal Grundschritt 1, das muss ich mir bewusst sein. Natürlich kann ich mir dann von vielen anderen Stellen da das dann noch Daten ranflanschen, die vielleicht irgendwo verfügbar sind. Klar, fair. Aber trotzdem muss ich ja diese Grundeinstellung haben. Naja, erstmal muss ich mit Daten erstmal die Daten erstmal haben. Ich sehe das komplett andersrum. Du siehst es komplett andersrum? Ja, komplett. Also wenn ich sage, du willst eine Data-Driven Company werden, ist es aus meiner Sicht so, man muss sich erstmal überlegen, was bedeutet das denn? Also das heißt ja, ich möchte Entscheidungen aufgrund von Daten treffen. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, welche Daten sollen es denn sein,
ne, auf die ich Entscheidungen treffen möchte, um data-driven zu werden. Weil wenn du jetzt erstmal immer nur die Daten aus dem Keller holst, ne, und den ganzen Tag damit beschäftigt bist, damit wirst du nie fertig. Das dauert hunderte von Jahren. Ja, nein, das wäre jetzt nicht meine Hauptaussage gewesen, aber klar, logisch. Also ich muss es vorher wissen, was ich machen wollte. Aber mein initialer Schritt wäre schon zu sagen, naja, ich muss ja trotzdem mich mir im Klaren sein, dass das halt einfach dazugehört. Ich kann nicht sagen, ich werde data-driven und basieren darauf. Also muss ja irgendwas da sein. Deswegen war es für mich so zu sagen, ich schaffe. Ja, gut, es ist ja immer irgendwas da, ne? Also es ist, also ich glaube, kein Unternehmen hat keine Daten, ne? Also ich glaube, nur der erste Schritt ist definitiv nicht, sich zu überlegen, wenn man diese Entscheidung trifft, ist eher die Frage, was stelle ich mit den Daten an und nicht, woher kommen sie? Weil es ich nachher beschaffen kann, easy, klar, logisch, muss ich tun, ne? Also das ist dann so für mich eher der zweite nachgelagerte Schritt. Also ich glaube, wenn du die echte Entscheidung triffst und sagst, wir wollen hier Entscheidungen treffen auf Daten, musst du dich erstmal fragen, welche Daten sollen das sein, wie soll das aufgebaut sein, was sind Entscheidungen, die wir treffen können, was wird auch besser im Gegensatz zu meinem Bauchgefühl oder jetzt zu meinem Standard-Reporting oder wenn ich plötzlich Predictive einsetze oder all solche Geschichten. Für mich ist es wirklich die Frage bei Data-Driven Company, dass die Leute alle immer darüber reden, wie kriege ich meine Daten irgendwie sortiert, im Data Lake, im Data Warehouse und so weiter. Aber die Philosophie dahinter, nach dem Motto, warum eigentlich? Und sowieso, es wird für mich wie so ein typisches Buzzword, das überall kommt, ne? Aber keiner sich so richtig überlegt, was ist das Ziel dahinter und daraus alles ableitet. Ich glaube, das geht ja genau in diese Richtung insgesamt bei Buzzwords. Also ich weiß auch, irgendjemand hat mir mal gesagt in einem, wir lösen hier jetzt alles über die Data Lake. Ja, genau. So, okay. Nein, also klar, für mich ist es schon dieses Bewusstsein für Daten, dass ich die erstmal brauche und dass ich da eine gewisse Sauberkeit habe, glaube ich, ist mir weiterhin wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist es entscheidend, dieses übergeordnete Bild zu haben, in dem Sinne, was wird es mir bringen, wo generiere ich tatsächlich Mehrwert für mein Unternehmen, weil, wie gesagt, klar, nur Daten zusammen bringt erstmal nichts und ich glaube, da muss ich halt einfach, wie kriege ich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen Mitkonkurrenten, weil sonst bringt es mir ja nichts. Also jetzt rein nur Daten zu sammeln und dieses Buzzword datengetrieben irgendwie durchs Dorf zu jagen, ist absolut nutzlos. Dieses übergeordnete Ding, das tut aber halt auch immer weh. Ne? Also und was ich auch als zweiten Schritt sehe, ist auch eher, dass ich mir die Person und die Skills aufbaue in meinem Unternehmen, die überhaupt in der Lage sind, Daten zu beherrschen, die dann nachher zur Verfügung gestellt werden, wo ich irgendwie Entscheidungen treffen kann. Ne? Also das bedeutet, dieses ganze organisatorische Thema, ne? Mache ich zum Beispiel ein Lab auf, mache ich eine Reporting-Unit auf, Lab ist ja auch so ein Unwort, auch so, ne? Jeder macht ein Lab, früher war es halt eine Abteilung, so. Und wie enable ich die Leute und welchen Freiheitsgrad gebe ich denen und wie lange gebe ich ihnen dafür Zeit und wie lange brauche ich denn, um so einen Data-Driven-Prozess überhaupt mal initial anzustoßen? Und ich glaube, da steht und fällt es mit der Qualifikation der Mitarbeiter und wiederum der Partner, die man sich dazu holt, um sowas in irgendeiner Form auf die Straße zu kriegen. Also dieses Data-Driven, ne, hat ja auch mehrere Ausprägungen. Also wenn wir auch dann nochmal so auf Machine Learning gehen, automatisierte Prozesse und all solche Dinge, die wir dabei auch noch haben. Wir sprechen ja immer viel von Dashboarding und Reporting. Da auch zu gucken, wie man Data-Driven wird. Und das glaube ich, was die Leute unterschätzen, ist nicht die Technik ist es, sondern das Skillset der Leute, die du brauchst, um das wirklich zu machen. Weil du bist dann eher so eine Tech-Firma, als wirklich noch das produzierende Gewerbe, auch wenn du damit das Geld machst. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, einfach gar nicht klar. Genau, es ist halt dieser abgetroschene Begriff sicherlich des Mindsets, wo du dann halt arbeiten musst mit den entsprechenden Methoden, die dahinter stehen. Und klar, du kriegst jetzt nicht nur deine Leute von außen, die dann plötzlich kommen und alles schon können und dich da weiterbringen, sondern musst natürlich auch schauen, wie kann ich meine Leute vor Ort irgendwie upskillen oder in dem Sinne halt in die Richtung bringen, dass sie mir da Mehrwerte in der heutigen Welt bringen können. Gut, letzte Frage, Kai. Dann, let's go. Ich bin jetzt Geschäftsführer eines Mittelständlers, ne? Das wäre geil. So. Und hätte gerne ein Dashboard. Was kostet der Spaß? was kostet der Spaß? Willst du jetzt einen Eurobetrag hören, oder? Ja, also wenn bei Kosten reden wir meistens über Euros, ne? Was hast du denn so aus dem Bauchgefühl? So, also sag mal, das ist ein Mittelständler, der hat ein Data Warehouse, der hat vorher so sein PowerPoint-Reporting, hat ein bisschen was in Excel
gemacht, ne? Und möchte jetzt mal so ein Dashboard haben, hat seine Quellen, Datenquellen so einigermaßen beisammen und sagt sich, jetzt möchte ich mal ein Dashboard haben. Was meinst du, was muss der denn so hinblättern dafür? Boah, wir reden jetzt nicht über High-End und fertig und über, ne, wie all unsere Projekte ab und zu sind, weltweit ausgerollt und Rollout, sondern ich bin jetzt Mittelständler und möchte mal so ein Dashboard haben mit meinen wichtigsten KPIs. Wie so eine Anfrage für Kunden halt ist. Ja. Also ein Dashboard will er haben, mal starten und Daten alles vorhanden. Ja gut, ich glaube, dass man da für 15 bis 20.000 Euro sicherlich was bewegen kann. So ohne Lizenzen, ne? Also du meinst jetzt mit Manpower und so, genau, ne? Also ja, logisch, klar, dass das dann nochmal dazukommt, dass man die Leute gegebenenfalls ausbilden muss, dass man das ja irgendwie in einem Tool auch abbilden muss, was dann auch wie immer geartet aussieht. Aber ich denke mal so von Manpower oder was man sich da extern dazu kaufen kann, ist es auf jeden Fall eine Nummer, wo man mit starten kann, dass man da in relativ kurzen, agilen Vorgehensweise sich die Anforderungen definiert, die dann auch festhält, sag ich mal, auf Papier oder wie auch immer man das möchte, prototypmäßig. Wenn man jetzt vorher Excel PowerPoint hat, kann man damit ja auch starten, das dann in ein BI-Tool überführt und das dann irgendwie diese schnelle Anflanschen, vielleicht auch mal mit Excel, da Datenbasis, wenn man da schon was hat oder wie wir ja auch immer geartete Warehäuser darunter liegen, und das dann eben haben und da dann auch wirklich erst Analyse machen zu können, wäre das jetzt so ein Bauchgefühl, dass das der Mittelständler eigentlich ganz gut hinbekommt. Wenn er das natürlich dann weiter ausbaut, weiter pushen muss, dann geht es natürlich weiter. Aber so als aus meiner Sicht externe Unterstützung, die ich da brauche, glaube ich, komme ich mit dem Betrag eigentlich ganz gut weiter. Ja, denke ich auch. Also das ist halt, ne, quick and dirty, geht's mal los, hast was, kannst damit arbeiten, musst natürlich auch selber Opportunitätskosten rechnen, ne? Also dass du da auch was machst und, sag ich mal, wenn du es nachhaltig gestalten willst, dass du dir halt Guidelines, Videos, wie wird sowas erstellt, wie funktioniert sowas und welche Mittel hat man denn und das dann auch so macht, dass man weitere Dashboards bauen möchte etc. sowieso. Ich würde auch sagen, so zwischen 15 und 50.000 kriegt man halt dann wirklich, wie auch bei so einem Autokauf, ne, von Golf bis Mercedes oder Porsche, kriegst du dann halt auch da die ganze Bandbreite. Das muss sich jeder so überlegen, wie es machen möchte, ne? Also ich bin natürlich ein Freund davon, logischerweise, dass unser Geschäftsmodell ist gleich richtig zu machen, ne? Damit man nicht immer wieder neu ein Dashboard baut, sondern halt einmal einen Standard entwickelt, einmal ein Vorzeigedashboard baut und daraus dann die nächsten Dashboards selbstständig ableitet und die Leute enabelt, ne? Und da bist du natürlich dann schon auch mal bei 50.000. Absolut, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen noch viel mehr Benefits hast. Wenn du jetzt wirklich nur hast, alles klar, jetzt einfach mal ein Dashboard, weil ich beim Konkurrenten gesehen habe, dass der auf dem iPad durch ein Dashboard flippt, dann ist es, sag ich mal, auch relativ schnell irgendwie gegen Jahresende nochmal möglich. Aber wenn man halt eben dieses größere Bild hat und sage, ich denke jetzt nicht nur an einem Dashboard, sondern ich denke in 100 Dashboards und will das eben standardisieren und das eben auch zugänglich machen, dass es eben alle meine Mitarbeiter können, dass es jetzt nicht nur kurz von außen reingetragen wurde, sondern dass es wirklich akzeptiert wird auch in meinem Team. Da ist natürlich viel auch wieder People-Management und Kommunikation und Moderation notwendig. Dann muss man einfach sich im Klaren sein, dass man da auch weitere Kosten eben noch hat, plus das Tool kommt dazu und eben auch die Opportunitätskosten, dass die Leute ja im Zweifel ja auch jetzt nicht 100% dann mehr ihre Aufgaben vor Ort, ihr Tagesgeschäft machen müssen, sondern da ja auch unterstützend in den Workshops einfach helfen müssen. Gut, Karl, das waren 5 Fragen. Das waren 5 Fragen, ja. Knapp 40 Minuten. Ich würde vorschlagen, nächstes Mal machen wir keine 5 Fragen, sondern unterhalten uns mal über unser Dashboard Canvas Modell. Das können wir super gerne mal machen, weil wir es ja auch an einigen Stellen direkt getestet haben und was da so die Erfahrungen waren. Und das finde ich cool. Also das können wir gerne machen. Können wir mal so ein Dashboard Canvas Modell zusammen durchgehen, ne? Also wer es nicht kennt, es werden dort halt Key Partner und Customer Relationship und so weiter. Wir haben es auf die Dashboarding Welt übertragen, wenn ich ein Dashboard bauen möchte, an was ich achten muss, was ich tun muss, wie ich das so machen kann, und haben so ein generisches Konzept aufgesetzt, können wir ein bisschen von Erfahrung berichten und dann gehen wir es einfach mal gemeinsam durch. Wir würden es in der nächsten Folge auch dann dementsprechend verlinken und mal zum Download bereitstellen. Und dann würde ich sagen, können wir das mal diskutieren, würden wir mal ein Special machen. Das finde ich gut. Ich meine, vielleicht könnt ihr ja
vorab alle Leute, die jetzt nicht wissen, also Business Canvas, Alexander Osterwalder, glaube ich, der hat das initial ja definiert, auch so im Startup-Bereich. Vielleicht ist das dann auch wieder auf die erste Frage, wenn man eine Unternehmensberatung aufsetzen möchte, vielleicht auch die Alternative zu einem Businessplan, wahrscheinlich auch die deutlich attraktivere und zielführende, das da zu kombinieren. Und wir schauen dann einfach mal das nächste Mal rein, wie haben wir es runtergebrochen eben auf die Dashboarding- oder BI-Situation. Gut, ansonsten bleibt mir zu sagen, ne, schickt eure Fragen, macht mit, bewertet uns bei iTunes. Kleiner Fun Fact, wir waren auf den Apple Podcast Charts, ne, am Tage nach dem Start des Podcasts waren wir auf Platz 2 in der Kategorie Management. Also mal ein kleiner Fun Fact am Rande, wenn man sich das bei Chart-Tabelle mal anguckt. Das hat Gott sei Dank abgenommen, Kai. Wir haben also jetzt hier nicht das große Problem, dass wir jetzt hier unter den Top-Podcast zu hören sind. Dafür sind wir dann doch zu sehr Nische. Aber wir haben kurzzeitig einen Riesenerfolg gefeiert. Und das ist natürlich nicht nur unser Erfolg, sondern ja auch, das haben die Zuhörer ja möglich gemacht. Und da sagen wir natürlich herzliches Dankeschön für, würde ich sagen. Ne? Ja, absolut. Ne? Also die Zuhörerzahlen und die Abonnementzahlen, mehr als überraschend, haben wir nicht mitgerechnet, dass das hier so gut angenommen wird. Wenn jetzt noch ein bisschen mehr Interaktion, noch ein bisschen mehr Fragen und auch gerne Teilnahme, ne? Jederzeit. Also ich glaube, du hast auch letzte Woche, Ansgar Eickler hat auch zugesagt von der Firma Board, dass wir auch mal mit ihm einen Podcast machen. Ne? Der ist der Geschäftsführer EMEA. Und genau, er also der hat gesagt, Kai, komm einfach in meinem Büro vorbei, Frankfurt, wenn du irgendwie kombinieren kannst mit irgendwas. Und er steht auf jeden Fall offen. Mit Kerche habe ich auch gesprochen, die haben sich da auch bereit erklärt. Und Vetter Pharma hat mir heute auch eine Zusage gegeben. Also es wird da noch das ein oder andere Interview geben, wo wir da eben auch Projektinsights geben. Und ich denke, das ist natürlich auch immer eine super Kombination. Aber klar, wir sind da dankbar letztendlich für jeden, der das teilt oder der uns in irgendeiner Form Feedback gibt. Mit vielen Leuten, wo ich da auch schon drüber gesprochen habe, die das sehr positiv gesehen haben. Aber wie gesagt, wir nehmen auch negative Kritik an irgendeiner Art und Weise, wenn wir da was verbessern können. Von dem her, schreibt uns Fragen. Also ich stelle Andreas auch super gerne die schwersten Fragen der Welt. Also von dem her, wenn ihr da welche auf Lager habt, schickt sie mir rüber. Das nächste Mal oder das übernächste Mal sind dann ja wieder die Fragen angesagt. Und deswegen vielen lieben Dank für jeden, der das teilt. Freut mich da echt, immer wieder reinzuschauen, was die Zahlen so hergeben. Und von dem her freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch einfach noch eine schöne Zeit. Ja, und es ist auch gut, dass wir jetzt hier aufhören. Bei uns im Büro, im Nachbarsbüro, zieht hier gerade Guido Maria Kretschmer aus und es wird jetzt gerade zunehmend lauter hier und ich weiß nicht, wie viel mein Mikrofon dann noch parallel mit aufzeichnet. Also insofern gut, dass wir durch sind. Wieder 5 schnelle Fragen heute gehabt. Mit dem Canvas werden wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ansonsten, na, schönes Wochenende, wollte ich sagen, schöne Woche noch. Viel Spaß und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Und das letzte Wort gehörte wie immer dem wunderbaren Kai-Uwe Stahl. Ja, wie gesagt, ich bitte euch einfach, schickt's rum, finde ich toll. Ja, abonniert's, schaut immer mal wieder rein, gebt euer Feedback, erklärt euch bereit, selbst Teilnehmer zu sein. Das ist eine coole Sache, mir macht es sehr viel Spaß und wenn ihr da auch irgendwie den Spaß spürt, hoffe ich doch und das dann teilt, ist es super und von dem her, ja, haut rein und gute Woche. Bis dann, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.